Welche Angst hatte man damals? Welche Angst musste man haben, wenn man diese Entscheidung trifft, ich werde Also, Bausoldat? die Angst war ja da vor dem ganzen System. Das war die Grundangst, in der wir gelebt haben. Und mit was musste man rechnen? Also Angst vor Stasi, Angst vor Gefängnis, Angst vor Nachteilen, vor Repressalien. Das war die Grundangst. Die Angst vor allen Dingen jetzt ja auch vor der Grenze. Die Angst vor der Grenze. Und auch die Wut, denn ich habe ja jeden Tag die Grenze gesehen. Ich bin jeden Tag an der Grenze langgefahren, langgelaufen und habe mich immer gefragt, mit welchem Recht wird mir die Freiheit genommen? Wir haben immer gesagt, unter unseren Bekannten, wir wollen nur einmal von Geisler nach Rahsdorf, also das nächste, nur einmal Kaffee trinken. Da wären wir schon glücklich gewesen. Und wenn wir das gemacht hätten, haben wir oft ge dann hätten sie uns erschossen. Hier an dieser Grenze. So, und diese Grenze, so habe ich das empfunden, war ja Krieg gegen mich. Es war ein Bürgerkrieg gegen mich. Mit allem, was zu einem Krieg dazugehört. Stacheldraht, Hunde, Minen, Armee, Maschinenpistolen. So, diese Grenze war Krieg gegen mich. So, also das System hat gegen mich Krieg gemacht. So, die Angst war da.